Wieder zurück in Assassin's Creed Brotherhood. Moin, wir begeben uns gerade wieder auf die Tiber-Insel zum Assassin-Versteck. Und dann quatschen wir da mit den nächsten Leuten. Oh, was bist du denn hier? Schön, dass ihr wieder dabei seid in der heutigen Episode. Willkommen. Also, was hat er denn nur vor? Ich hab dich doch gerade runtergeschubst und der Kletter wieder hoch. Nee, ich bin nicht betrunken. Ich bin sturzbesoffen. So. Egal, den lassen wir. Warum? Eigentlich brauche ich diese ganzen Banditen und Kuriere gar nicht abfangen, weil ich sowieso reich bin und immer genug Geld habe. Machen wir weiter. Willkommen zurück zum Let's Play von Brotherhood. Hallöchen und danke für den Daumen nach oben in der Flugvideophase. Und wir sind da und jetzt hören wir uns die Geschichte weiter an. Also, los geht's jetzt. Viel Spaß mit der Folge. Jemand zu Hause? Wo seid ihr gewesen? Da. Wir alle haben Geheimnisse. Ich habe einen Weg zur Befehlsübermittlung an eure Rekruten eingerichtet. Wir senden die Befehle mit Brieftauben. Hab Dank, Machiavelli. Bartolomeo lässt sich entschuldigen. Die Franzosen haben ihren Angriff verstärkt. Claudia. Ezio. Nun gut. Ich habe einen Plan für die Borgia. Wir greifen ihre Ressourcen an oder Cesares Anhänger. Mein Plan sieht beides vor. Wenn wir den Geldhahn zudrehen, verliert Cesare seine Armee und kehrt ohne Männer zurück. Also, ich frage euch, woher stammt sein Kapital? Volpe? Agostino Chigi ist der Geldgeber des Papstes, aber Cesare vertraut einem anderen. Im Moment wissen wir nur, dass man ihn den Bankier nennt. Es gibt einen, der dem Bankier Geld schuldet. Senator Egidio Trocke kommt jeden Tag und beklagt sich. Bene, ich werde dieser Spur folgen. Französische Söldner bewachen die Straße zur Engelsburg. Wenn Cesare eintrifft, kommt ihr nicht mehr an ihn ran. Ich werde den General der Franzosen töten. Ist er tot? Hat Bartolomeo die Franzosen in der Defensive und sie müssen die Posten an der Brücke aufgeben. Auch ohne Söldner wird die päpstliche Garde weiterhin das innere Tor bewachen. Es gibt einen Nebeneingang. Lucretias neuestes Spielzeug. Pietro hat den Schlüssel. Ich sah ihn an der Burg. Kommt später zu mir. Meine Diebe werden versuchen, ihn aufzuspüren. Okay, machen wir das so. Die Karte auf dem Schreibtisch ansehen. Mache ich gleich. Assassinenversteck. Suchen Sie ein Assassinenversteck auf, um Rekruten aufzurüsten und Ihre neuen Aufträge zu erteilen. Ja, ja. Das mache ich doch sowieso immer. Okay. So, Christina. Claudia meine ich auch richtig gut mit eingebunden hier in die ganzen Sache. Man hört ihr auch zu, weil sie auch echt Ahnung hat von ihrem Job. Ist das ein Bild von Lucretia? Hier unten bei uns im Assassinenversteck? Da hat aber jemand Humor, ey. Okay, schön. Lucretia hier unten im Versteck. Das ist die Madonna mit Kind. So, machen wir mal weiter. Das hier war... Was war das hier nochmal? Für die Gilden, oder? Kann ich gar nicht anklicken. Es leuchtet, aber... Es macht nichts. Vielleicht, weil ich erstmal den Schreibtisch anklicken muss. Aber guck mal, Ezio kommt hier wieder rein. Und Machiavelli sagt nicht immer irgendwie so, Ezio, schön dich zu sehen, sondern einfach nur, wo bist du gewesen? Das ist das Erste, was er sagt. Wo bist du gewesen? Ich bin der Chef hier, ich darf hingehen, wo ich will. Einen Adeligen vergiften wurde erfolgreich abgeschlossen. Naja, die Missionen sind fertig. Ein paar Assassinen sind wieder aufgestiegen. Und zwar die hier. Dafür kriegst du eine neue Rüstung. Melite-Rang. Jetzt kriegst du eine neue Waffe. Du kriegst auch eine neue Rüstung. Okay, ich habe jetzt einige auf Stufe 4. Der hier ist noch 3. Assistente. Und diese 4 kann ich ja erstmal wieder auf Mission schicken. London, was Neues dazu gekommen? Eine 3er-Schwierigkeit. Das kriegt doch hier einer schon alleine hin. Schicke ich hier einen von denen hin, der macht das solo. Hier ist eine 4er-Stufe. Die ist ein bisschen höher. Das reicht nicht. Ich habe ja nur noch 2 Leute da. Die schaffen den Auftrag nicht. Und das andere ist so schwer. Was gibt's denn in Köln so zu tun? Nur so Billigmission in Köln. Nehmen wir hier einen 3er. Dann kann ich vielleicht beide hinschicken. Nee, das schafft der eine wieder alleine. Aber da mache ich den schicke ich den alleine auf die 3 Missionen. Und der andere ist ja Stufe 3 nur. Der ist ein bisschen schwächer. Der macht hier
die 2-Sterne-Mission müsste der auch hinkriegen, oder? Ja, 100%. Dann macht er das. Habe ich immer noch einen, der nicht auf Mission ist? Wie wär's denn mit der Mission? 88%, das muss reichen. So, Leute, levelt weiter, bis ihr Meister-Assassin werdet. Das Versteck verlassen, das kann ich. Das kann ich sehr gut. Wenn ich die Tür finde. Da. Wir nehmen die. Schnell. Die Tür darf ich nicht nehmen. Nehmen wir die. Hier ist auch die Markierung. Hier darf ich raus. Die andere Türe war schmutzig. Wo Katharina. Willst du hin? Ich nütze niemandem ohne mein Forli. Ich gehe zu meinen Kindern und hoffe auf Wiederherstellung meiner Ländereien. Ich wünschte, du bleibst. Du bist jetzt der Anführer der Assassinen. Vereinige sie, Ezio Auditore, und erobere Roma. Vittoria agli Assassini! Vittoria agli Assassini. Mach's gut, Katharina. Bist hier immer willkommen. Stärkste Frau in ganz Italien. Sequenz 4 beendet. Prinzessin in einer anderen Burg. Das war Katharina. Sequenz 5, der Bankier. Viel Zeit ist da, denke ich mal, noch nicht so vergangen. So, dann sind wir wieder auf der Tiberinsel. Ich glaube, ich hab Geld in der Bank. Neue Gegenstände bei Schmieden, wie immer. Wenn man eine neue Sequenz gestartet hat, gibt es immer neue Ausrüstung. Geld abheben. Nice. War aber gar nicht so viel drin. Nur eine Ladung. 21.000. Da müsste für die Rüstung und so hoffentlich reichen. Preise so niedrig, dass ihr euren... Das ist immer das Erste, was man macht bei einer neuen Sequenz. Erstmal einkaufen gehen. Sachen reparieren vielleicht auch. So, Rüstung. Was gibt's denn? Römischer Brustschutz. Jawoll. Plus 2 und plus 4 Widerstand. Anziehen. Passt. Die kann ich noch nicht hier. Was brauche ich denn dafür? Den Geschäftsauftrag beenden, um den Gegenstand freizuschalten. Das ist aber auch hier schon metallischer Brustschutz. Genau wie hier. Die Schultern auch. Auch Geschäftsauftrag. Dauert noch ein bisschen. Wie sieht's bei den Waffen aus? Das ist nicht schlecht. Schaden leider nur 1 Stern, aber Temposchutz ist voll top. Streitkolben, sowas mag ich nicht besonders. Hier Geschäftsauftrag wieder. Hammer. Zweihandaxt und nochmal ein Zweihandhammer. Ja, echt zu wenig Waffen, die hier... Also ich verliere keinen Schaden, das Ding hier... Also die Waffe, die ich benutze, hat auch nur 1 Schaden. Aber Tempo und Schutz hier ist nicht so schlecht. 5.000 kostet die. Ich kaufe das, egal. Später muss ich eh alle so Sachen kaufen, um die auszustellen. Wie sieht's bei den kleinen Waffen auf? Da ist mein Fleischermesser eigentlich immer noch OP, ne? Ja. Armbrustmunition habe ich bestimmt... Also die Munition hier. Das ist voll. Rauchbombe ist voll. Oh, da muss ich einen Bolzen kaufen. So, was sagen denn die Aufträge? Hier, das brauche ich. Ich brauche Schrumpfköpfe. 2 Stück. Wo kriegt man jetzt am besten Schrumpfköpfe her? Irgendeine Kiste ist das drin. Ach, guck mal, das Ding habe ich fertig. Den Treuer. Toll, ich habe mir gerade ein neues Schwert gekauft. Jetzt habe ich hier... Egal. Wenn man Geld hat, dann stört das nicht. Okay, Schrumpfköpfe, um die Metallrüstung dann zu kaufen. Exotika. Muss ich jetzt die Waffe nochmal so auswählen oder habe ich sie? Nee, ne? Doch, scheint ausgewählt zu sein, weil ich habe sie hier nicht mehr. In dem Menü. Schickt mir eure Freunde. Ja, ich habe das Schwert vom Auftrag in der Hand. Und das war sogar auch, glaube ich, besser, ne? War das besser als das andere? Doch, müsste. Als der hier? Ja, ich habe jetzt 1 Schaden mehr als die Waffe. Supi. Ein anderes Mal. Dankeschön.
Jetzt hat der Arzt da auch noch einen Auftrag, ey. Alle wollen sie hier Geschäftsaufträge machen. Pflege für alle. Denken sie immer nur ans Profit. Apothekenbedarf. Ja, kann ja auch mal wieder aufstocken. Habe ich schon alle. Oh, Gifte. Habe ich noch gar keine gehabt. So. Schnell wirkendes Gift. Geschäftsauftrag. Naja, braucht gar nicht mehr so viel. Eine Tomate fehlt mir. Und einen Akonit. Dann bauen wir das Ketchup-Gift oder was? Vorsorge ist die beste Heilung. Vorsorge ist besser als Nachsorge. So, dann gucken wir, wo geht's denn hier weiter? Sequenz 5 beginnt dort. Sonst keine Attentatsaufträge da? Nichts? Doch, da. Da hinten. Aber die mache ich dann so, nebenher. Ich glaube, ich gehe hier hin. Das ist mal wieder eine Kriegsmaschine vom Leonardo. Aber ich will die fertig haben. Großer Abverkauf! Kommt und seht! Großer Abverkauf? Okay. Hui! Habe ich doch hier noch das Seil greifen können. Perfekt. So, Kriegsmaschine fehlt. Was fehlt denn noch? Es fehlt Panzer? Und was war das andere noch? Gab es noch ein Boot? Ich weiß nicht, was war denn das letzte nochmal? An den Panzer kann ich mich noch erinnern. Das andere fällt mir gerade echt nicht mehr ein, ey. Aber ich glaube, es gab ein Boot. Ja. Gehen wir eben dahin. Oh, da unten ist Wasser. Vorsicht. Alter, was hacken die denn hier rum? Wir müssen ja sowieso erstmal auch die Kriegsunterlagen klauen, die Karte. Wieder mal. Okay, den Templaraufseher eliminieren, Kriegsmaschine zeigt. Den Aufseher beim Angriff treten. Okay. Toll. Wir sind doch gezwungen, die Leute hier vor das Schienbein zu treten, ey. Aber nur den Aufseher treten, nicht die anderen, ne? Da ist er. Er ist auch gerade alleine hier hinten in der Ecke. Und nicht von seinen Kollegen dabei. Nein, nicht ich. Nimm mal das Schwert raus. Zuschlagen! Los! Oder! Lass es doch mal. Forza! Jetzt! Erstmal die anderen hier vielleicht ausschalten. Jetzt fass mich nicht an. Irgendwie ist meine Schnellleiste voll vereinigt. Ich hatte doch Heilung links. Jetzt ist sie unten. Zuschlagen! Wo ist denn der Chef jetzt? Läuft der weg? Ne, der steht da noch. Jetzt, Brüder! Alter, wie viele rumstehen jetzt? Jetzt greift doch mal einer von euch an, ey. Nicht Sand. Nein, ich habe ihn getötet. Ach Mann, da habe ich den Falschen erwischt. Animus verlassen? Nee. Hack mich tot. Brauchen aber auch lange, ey. Ganz am Anfang, wo er noch so schön alleine stand, war die Option oben dann auch nicht zu sehen mit Treten. Also, du drückst die ganze Zeit X, nix war.
Wo bin ich denn jetzt? Ah, der hat das schon gemacht, ne? Ja. Ja, das muss ich dann alleine nochmal wiederholen. Er hat das jetzt schon als erfolgreich angesehen, weil der tot war und ich die Pläne so erhalten habe. Kann ich ja im DNA-Menü neu starten und dann ihn einmal treten. Also, ist nichts Großes. Nur lästig. Jetzt geht es nämlich schon wieder aus der Stadt raus hier. Tolle Tricks. Und gewinne, gewinne. Für jeden was dabei. So. Napoli. Marinekanone Napoli. In Neapel. Da geht es auch schon um das Boot. Die Borgia haben anhand von Leonardos Entwürfen ein tödliches maritime Kriegsmaschine erschaffen. Sie muss zerstört werden, bevor Cesare die absolute Kontrolle über die Meere erlangt. Eines der drei Tore öffnen. Eines der drei Tore. Kann ich mir aussuchen. Hauptsache eins. Nicht alle drei. Und natürlich jetzt wieder mit Eduardo sprechen. Jetzt nicht gesehen werden. Da sind viele Wachen. Sag deinen Kameraden, dass nur Eduardo sich der Erfindung nähern darf, um letzte Hand anzulegen. Ja, Capitano. Er sieht sich den Mechanismus vom Boot aus an. Darf ich schwimmen? Ja. Man weiß ja nie. So, nur Eduardo darf zur Kriegsmaschine. Noch ein kosmischer Witz? Warum ich? Kosmischer Witz. Halt! Ach komm ey, immer dieses zeitgleich töten, dass das als entdeckt zählt, weißt du? Ist ja nicht so, dass der verkabelt wäre mit einem Funkgerät und das alle hören. Nicht in der Renaissance. Gibt's ja nicht mal Elektrizität. Sag deinen Kameraden, dass nur Eduardo sich der Findung nähern darf, um letzte Hand anzulegen. Ja, Capitano. Er sieht sich den Mechanismus vom Boot aus an. Ich sehe den Typen schon. Bitte Gott, lasst mich einfach leben! Kommt einer oben? Ich spring jetzt hier einfach rein, ey. Hier gab es ja eh noch kein Tor zum Öffnen. So, Eduardo, hallo. Geht's dir gut? Gebt mir die Pläne. Ihr seid der Assassine, stimmt's? Nein. Ihr müsst Cesare stoppen. Ich helfe euch. Ich bringe euch zu ihnen. Grazie. Kooperativ. Geht doch. Hat der Baguettes auf dem Rücken? Nee, das sind Unterlagen, ne? So, Eduardo zum Trockendock folgen. Ich darf noch nicht mal mitfahren. Geh zum päpstlichen Heer, sagte sie. Einfache Arbeit, guter Sold, jetzt sieh mich an. Mhm. Capitano di questa barca di merda. Genau. Aber mal drei. Eines von drei Toren öffnen. Das ist ja so auch wieder so eine Angabe so. Muss erstmal schlau draus werden. Rauchbomben machen Wachen kampfunfähig. Das ist schön. Das ist doch hier schon ein Tor. Hoch, Ezio. Komm schon. Ach, deswegen. Ah. Jetzt hat der das geöffnet und das soll ich machen. Soll ich mich je an den Gestank gewöhnen? Mach einfach hinten zu, ey.
Hoch. Wir überholen ihn einfach. Hoffen wir, dass wir dann unten auch mal so ein Tor öffnen können. Sofort, Lisa. Hoch. Jawohl. Hey, jetzt bin ich zu weit entfernt, oder was? Da ist er. Reicht es noch? Ja. Halt! Oh. Oh. So, jetzt darf ich das Tor öffnen und dann habe ich's. Tada! Das haben die nur gemeint. Die Mission ist an sich sehr viel angenehmer als die Flugmaschine. Ach, fantastisch. Ein neuer Gestank. Als hätte der alte nicht schon gereicht. Gut, wie viele Balken die hier so angebracht haben. So kommen wir halt echt schnell voran. Wir müssen nur aufpassen, dass wir nicht zu weit von ihnen entfernt sind. Okay, der war nicht so geil gesprungen. Nein, nein, nein! Alter, komm, das ist doch nun wirklich nicht so weit weg. Der ist doch gleich da vorne. Ich kann ihn sogar zuwinken. Mann. Gab's das Tor als Checkpoint, was ich geöffnet hatte? Ich hoffe. Eduard, oh Gott, jetzt fängt der Nachbar hier an zu bohren. Doch nicht mitten in der Aufnahme. Mann. Ich hasse Nachbarn, ey. Ohne Witz. Hätte er nicht noch warten können? Bis ich fertig bin? Und? Und sowas auch immer schön am Wochenende, ey. Ist ja nur Sonntag. Oh, der verfolgt mich. Huh, knapp. Eduardo, kommst du nun? Oh, der sieht mich auch. So, jetzt darf ich sogar noch das zweite Tor öffnen. Perfekt. Tada. Na? Wie sieht's aus? Wir sind noch nicht durch. Steht da noch einer rum. Hier stehen aber auch viele rum. Oh! Was war das denn? Oh ja, Eduardo hat überlebt. Aber da hat er plötzlich rumge... Ich hatte schon den Fetten im Visier, dann zieht er auf einmal rüber zum nächsten. Was passiert denn hier immer, ey? Klettern hat mir besser gefallen, als jetzt rumschwimmen zu müssen. Nächste Tor ist offen. Oh, rechts sieht mich jemand. Wieder so weit weg von Eduardo. Ist er noch da? Ja.
Er muss halt warten, bis ihn jemand das Tor aufmacht. Oh Gott. Das hier sieht aus wie ein großes, wichtiges Tor. Oh, nerv nicht. Darf ich es auch machen? Das geht automatisch auf. Lass mich mal mitfahren. Oh, Eduardo, warum springst du ins Wasser? Was ist los mit dir? Kein Verlass auf die Leute hier. Wieder von hier? Okay, Leute, das war die Episode für heute. Wir machen in der nächsten Folge weiter. Und dann sind wir am nächsten Checkpoint dann wahrscheinlich schon angekommen. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Haut rein und bis zur nächsten Folge. Und vielleicht hat es euch trotzdem ein bisschen gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ciao.